Hallo liebe Freunde des Rechts. Recht haben, Recht bekommen sind zwei unterschiedliche Dinge. Das ist eine Binse. Aber Recht haben kann auch manchmal ein Eigentor sein, um das nächste Bild zu bemühen. Hier geht es um die Frage, ob Boris Reitschuster die Voraussetzungen erfüllt, um in der Bundespressekonferenz weiterhin Mitglied zu sein. Aber es geht gleichzeitig auch um die Frage, ob er ein bisschen gemogelt hat bei den Angaben in seinem Impressum, ob er versehentlich auffliegen lassen hat, dass er in Wirklichkeit gar nicht in Montenegro sitzt. Der Reihe nach. Die Bundespressekonferenz ist ein eingetragener Verein und die hält die Pressekonferenzen der Regierung ab. Und das ist was Besonderes. In anderen Ländern lädt das Weiße Haus ein, also die Regierung selbst, und sucht dann auch aus, welche Journalisten dort erscheinen dürfen. In Deutschland sind es die Journalisten, die Gastgeber der Pressekonferenzen sind, und die können sich wiederum aussuchen, welche Journalisten sie zulassen. Und das soll vielleicht zu mehr Pluralismus führen, hier aber nicht unbedingt. Diesen Vorwurf kann man Herrn Reitschuster zugestehen, dass möglicherweise einige Mitglieder gewünscht oder nicht gewünscht sind. Die 2G-Regelung war vielleicht keine politische Einstellung, sondern eine Schutzmaßnahme, lässt sich jedenfalls schwer widerlegen. Die führte erstmal dazu, dass Herr Reitschuster nicht mehr im Saal saß und keine unangenehmen Fragen mehr stellen konnte. Aber jetzt gab es einen Vorstoß von der Bundespressekonferenz, vom Mitgliederausschuss, die mitgeteilt haben, dass Herr Reitschuster die Voraussetzung aus § 2 der Satzung nicht mehr erfülle, da er nämlich nicht aus Deutschland heraus agiere und nicht für eine Firma, die in Deutschland ansässig ist. Nun erwidert Herr Reitschuster zutreffend, dass ein Sitz in Deutschland in der Satzung tatsächlich nicht gefordert wird. Was aber schon gefordert wird, ist eine Tätigkeit aus Berlin oder Bonn heraus. Und da führt jetzt sein Anwalt an, dass sehr wohl ein Sitz oder eine Tätigkeit aus Deutschland heraus erfolge. Und der Anwalt macht jetzt hier eine Argumentation, die sich alleine auf das Verfahren zur Bundespressekonferenz bezieht, dabei aber versehentlich, oder man hat das so in Kauf genommen, natürlich die Angaben aus dem Impressum konterkariert. Es heißt also hier, es trifft nicht zu, dass unser Mandant seinen Firmensitz verlegt habe. Unser Mandant ist freiberuflich Journalist tätig, dass das Impressum Internetseite eine Anschrift in Montenegro-Ausweis hat, mit dem Betätigungsgebiet unseres Mandanten nichts zu tun. Also es wird hier vorgetragen, dass Herr Reitschuster weiterhin aus Deutschland heraus tätig ist, trotzdem er im Impressum eine Adresse in Montenegro nennt, dass die Domain.de jetzt in Deutschland registriert ist, spielt natürlich dabei keine nennenswerte Rolle. Allerdings haben wir einen Verstoß gegen den Medienstaatsvertrag. Der Rundfunkstaatsvertrag war der Vorvorgänger. Der Medienstaatsvertrag regelt nämlich für journalistische Inhalte, § 17, dass jeder einen redaktionell Verantwortlichen benennen muss, der seinen Sitz in Deutschland hat. Und diesem Erfordernis kommt also diese Seite nicht nach, wenn es eine deutsche Seite sein soll, die sogar aus Deutschland heraus betrieben wird, weil im Impressum lediglich eine ausländische Adresse angegeben wird. Jetzt könnte man fast sagen, auf diese Weise hat man erreicht, den Nachweis zu führen, dass das Impressum wohl falsch ist. Und das ist mit einem Bußgeld bewährt. Das ist also eine andere Baustelle. Man könnte fast sagen, man könnte das als Finte benutzen. Ist wahrscheinlich nicht der Fall gewesen, um Herrn Reitschuster in die Falle zu locken, dazu zu bringen, die Wahrheit zu sagen, dass er nämlich tatsächlich aus Deutschland heraus agiert und nicht im Ausland seinen Sitz hat, um vielleicht Steuern dort zu zahlen oder um, was wahrscheinlich der wirkliche Grund sein dürfte, Zustellungen von gerichtlichen Verfügungen, einzelnen Verfügungen beispielsweise im Eilverfahren zu erschweren. Denn das könnte einer der Gründe gewesen sein, warum Herr Reitschuster sich ausgibt als ein ausländisches Medium oder ein ausländisches Unternehmen. Er schreibt weiter vorne, er sei gar kein Unternehmen. Da kommt er ein bisschen durcheinander, weil natürlich auch ein freiberuflicher Unternehmer, also ein freiberuflicher Journalist, ein Unternehmer sein kann. Da kommt es also nicht darauf an, ob er eine GmbH oder eine Kapitalgesellschaft betreibt. Auch wenn er sich jetzt in Montenegro niedergelassen hätte oder ein Unternehmen dort registriert hätte, so wäre er gleichwohl ein Unternehmer mit einem ausländischen Sitz. Das kann allerdings ein Scheinsitz sein. Das wiederum muss das Finanzamt klären. Was wir also hier haben, ist eine nur teilweise zutreffende Argumentation der Bundespressekonferenz, eine nur teilweise zutreffende Argumentation von Herrn Reitschuster. Und die Wahrheit könnte in diesem Zuge versehentlich ans Licht kommen, nämlich, dass Herr Reitschuster in Deutschland sitzt, keinen ausländischen Sitz hat, in Deutschland seine Steuern bezahlen muss und somit auch der deutschen Justiz unterliegt,
wenngleich es dann der Staatsanwaltschaft obliegt, zum Beispiel herauszufinden, wo er denn tatsächlich wohnt. Das dürfte so schwierig jetzt auch nicht sein, aber mit diesen Einlassungen, die er hier auf der Seite auch öffentlich stellt, dürfte es recht leicht sein zu widerlegen, dass Herr Reitschuster komplett aus dem Ausland heraus agiert. In diesem Sinne, bleibt gesund und hat nichts zur Sache zu tun, aber lasst euch boostern, wenn es geht. Jetzt schon nach 3 Monaten.